Erfrischend, bittersüß und so gesund. Grapefruit-Kernextrakt. Die Grapefruit ist eine durch eine Kreuzung zwischen Orange und Pamplemousse entstandene Frucht. Sie hat aber schnell eine große Liebhaberschaft gewonnen. Die Grapefruit verfügt über bemerkenswerte Eigenschaften, die beide Elternteile nicht haben. Und genau darüber möchte ich dir heute einiges erzählen. Man geht davon aus, dass diese Kreuzung zufällig und natürlich um 1750 auf der Insel Barbados entstanden ist. Jedenfalls kamen im Jahr 1823 Grapefruitpflanzen nach Florida und seitdem wird die Grapefruit im großen Stil angebaut. Der in der Grapefruit enthaltene Bitterstoff Naringenin und der Spergamotin hemmen in der Leber das Zytochrom, das für den Abbau verschiedener Stoffe sorgt. Will man also den zu schnellen Abbau eines Wirkstoffs durch die Leber hemmen und deren Bioverfügbarkeit um ein Mehrfaches steigern, sind diese Stoffe aus der Grapefruit sehr interessant. Das Naringenin hindert die Leber nämlich daran, sogenannte Lipoproteine von niedriger Dichte zu erzeugen. Und das sind ja die, die das ungesunde LDL-Cholesterin in den Körper bringen. Man sollte aber Grapefruits nicht unbedingt und in großen Mengen essen, wenn man von bestimmten Medikamenteneinnahmen abhängig ist, sondern das Zusammenspiel mit dem Arzt vorher abklären. Grapefruits enthalten viele antioxidative Substanzen, die im Körper Radikale abfangen und damit oxidativen Stress verhindern. Der führt ja bekanntermaßen zu Zellschäden und vorzeitiger Alterung. Und Grapefruits enthalten Pektin. Diese Zusammensetzung macht die Grapefruit zu einer Verbündeten beim Abnehmen. Darüber hinaus kann die Grapefruit einem Diabetes mellitus vorbeugen, weil der Verzehr den Stoffwechselzucker optimiert und der Blutfett- und Blutzuckerspiegel sich auf einem niedrigen Level etablieren. Dadurch wird weniger Insulin produziert. Diese Wirkung erzielt man schon, wenn man die ganze Frucht isst. Allein dadurch kann man den Cholesterinspiegel um 15% senken und den Triglyceridanteil um 17%. In einer Studie zu Naringenin in Tierversuchen teilten Forscher spezielle gezüchtete Labormäuse in 4 Gruppen auf. Alle Mäuse waren mit der Erbanlage ausgestattet, das schädliche LDL-Cholesterin nicht abbauen zu können. Sie litten also bald unter deutlich zu hohem LDL-Cholesterinwerten. Man teilte die Tierchen nun in eine Kontrollgruppe auf, die normal ernährt wurde, eine zweite, die eine besonders fettreiche Ernährung bekam, eine dritte bekam auch fettreiche Ernährung, aber dazu 1% Naringenin aus der Grapefruit und die vierte Gruppe ebenfalls fettreiches Futter, aber 3% Naringenin dazu. 4 Wochen später waren die Mäuse von Gruppe 2 ordentlich fett geworden. Sie zeigten alle typischen Symptome, die Menschen mit einem metabolischen Syndrom haben. Zu hohe Blutzuckerspiegel, Diabetes, zu hohen Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die andere Gruppe, die mit Naringenin versorgt wurde, hielt ihr Normalgewicht und zeigten diese Krankheiten nicht. Dasselbe wurde mit normalen Mäusen durchexperimentiert, mit demselben Ergebnis. Das Naringenin erhielt sie schlank und gesund, ohne dass die Mäuse verschieden viel gefressen hätten. So einfach, dass man nur genug Grapefruits essen muss, um denselben Effekt zu haben, ist es allerdings dann leider doch nicht. Denn dieselbe hohe Dosis ist mit Grapefruits kaum zu erreichen. Naringenin ist aber in den am bittersten schmeckenden Teilen der Frucht besonders konzentriert. Besonders viel davon ist in den Kernen. Leider entfernen wir diese bitteren Teile aber recht gern. Ein Grapefruit-Kernextrakt macht es uns aber einfach, diese beschriebene Wirkung zu erreichen, wie eine Studie zeigt. Aber Grapefruit-Kernextrakt hat noch viele andere sehr gute gesundheitliche Vorteile. Er bietet wirklich ein breites Spektrum. Es ist zum einen ein natürliches Antibiotikum durch Bioflavonoide. Ein paar Tropfen Grapefruit-Kernextrakt in einem Glas Wasser können Durchfall und Infektionskrankheiten lindern oder stoppen. Viren, Pilze und Bakterieninfektionen bekämpfen, Parasiten abtöten und Hautunreinheiten beseitigen. Ein Tropfen auf deine nasse Zahnbürste hilft gegen Zahnfleischentzündungen. Hast du Akne?
Das verbessert sich deutlich, wenn du einen Tropfen in deine feuchten Hände zerreibst und damit das Gesicht massierst. Schon eine Verdünnung von 1 zu 1000 zeigt antibakterielle Wirkung. Sogar resistente Krankenhauskeime wie Staphylococcus aureus können mit Grapefruitkernextrakt unschädlich gemacht werden. Magenschleimhautentzündungen wegen Helicobacter pylori heilen schneller aus. Das Bakterium verursacht nicht nur Gastritis, es kann auch zu Zwölffingerdarm- und Magengeschwüren führen. Ja, sogar zu Darmkrebs. Grapefruitkernextrakt zeigt hier sehr gute Wirkung. Im Gegensatz zu Antibiotika erfolgt nach Grapefruitkernextrakt keine Ansiedlung von Pilzen. Die Darmflora wird nicht geschädigt, weil die Bestandteile die guten Bifidobakterien nicht angreift, aber Escherichia coli dezimiert, was das Immunsystem stärkt. Die Flavonoide stimulieren dein Immunsystem zusätzlich und fördern die Produktion von Antikörpern. Grapefruitkernextrakt kann über 100 verschiedene Pilzarten abtöten. Durch seine entzündungshemmenden Eigenschaften des Naringenin wirkt er schützend auf die Bauchspeicheldrüse. Das Bioflavonoid Naringenin schützt, wie eben beschrieben, vor dem metabolischen Syndrom und damit auch die Gefäße. Es hält die Gefäße dicht und elastisch und reduziert Ablagerungen. Es senkt erhöhte Cholesterin- und Triglycerinwerte. Naringenin fördert den Abbau alter roter Blutkörperchen und erneuert das Blut. Ein anderes Bioflavonoid, das Hesperidin, schützt deine Venen. Sogar Fuß- und Nagelpilz kannst du mit Grapefruitkernextrakt beseitigen. Behandle alle 3 Tage die Nägel mit reinem Grapefruitkernextrakt oder mische ihn mit etwas Körperöl. Besonders im Winter ist diese Behandlung einmal im Monat zur Vorbeugung gegen die Wiederkehr der Pilzinfektion sehr gut. Diese intensive Breitenentwicklung gegen Erreger und Pilze erzielt der Grapefruitkernextrakt, indem er die Zellwände der Pilze und Bakterien zersetzt. Dadurch sickert die Bestandteile des Zellinneren heraus und der Erreger verblutet quasi. Und noch einen Vorteil hat das Extrakt. Die Erreger können keine Resistenz gegen seine Wirkung ausbilden. Die biochemische Zusammensetzung ist so komplex und die Stoffe wirken ideal in der Kombination. Bakterien haben keine Chance, mit der Umgehung eines einzelnen Wirkstoffes der Vernichtung zu entkommen. Dabei stellen sie keine unerwünschten Nebenwirkungen ein, sofern man die angegebenen Höchstdosen nicht überschreitet oder eine Allergie gegen Zitrusfrüchte hat. Man sollte allerdings mit der Einnahme vorsichtig beginnen. 1 bis 3 Tropfen pro Tag auf ein Glas Wasser oder Saft. Man kann die Dosis dann langsam steigern auf 3-mal täglich 3 Tropfen bis zu 15 Tropfen. Als Obergrenze gilt 1 Tropfen pro Körpergewicht auf den Tag verteilt. Das musst du aber noch wissen. Wenn du viele Bakterien, Pilze oder Viren in deinem Körper hast und sehr viel auf einmal durch das Grapefruitkernextrakt absterben, dann werden deren Giftstoffe im Körper frei. Das führt zu entsprechenden Symptomen, einer Art Rückvergiftung, wie beispielsweise Unwohlsein, Verdauungsbeschwerden, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen oder Müdigkeit, also sogenannte Entgiftungssymptome. Man nennt es auch eine Heilkrise. In diesem Fall solltest du in der Dosierung deutlich zurückgehen und es einfach langsam angehen lassen. Gute Dinge will eben Weile haben. Ein gutes Vital Bio Grapefruit Extrakt habe ich dir in der Videobeschreibung hinterlegt. Eine Flasche enthält 100 ml hochdosierte Grapefruitkernextrakt mit 1200 mg Bioflavonoiden. Es ist 100% biologisch und vegan. Dieses Grapefruitkernextrakt wird aus kontrollierten, zertifizierten und biologischen Früchten hergestellt. Selbstverständlich wird auch auf unerwünschte Zusätze verzichtet. Das war's von mir für heute. Möchtest du noch mehr erfahren über Gesundheit, schaue sehr gern auf unseren Telegram-Kanal oder auf unsere Webseite www.weltergesundheit.tv. Dort findest du viele Artikel und Beiträge über Gesundheit. Abonniere unser Newsletter, in dem du einmal im Monat tolle Beiträge und Informationen erhältst. Gesundheit und ein erfülltes Leben sind kein Zufall. Du kannst dir so viel Gutes tun. Unser Team hilft dir dabei mit erprobten Rezepten, anregenden Interviews, einer Fülle von Themen zu Gesundheit, Lifestyle, Astrologie, Spiritualität, Kräuterheilkunde und viel mehr. Stöbere doch gleich mal in unseren aktuellen Themen und packe, was immer dir bei deiner Lebensreise hilft, gleich in deinen Koffer.
Ich danke dir fürs Zusehen, wünsche dir ganz viel Erfolg in deiner Gesundheit. Bis zum nächsten Video. Gesunder Lifestyle, immer dienstags, immer 16 Uhr hier auf YouTube. Bis zum nächsten Video, deine Jana.